Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte für euch eine kleine Mini-Reihe machen für Karteninspirationen zu Weihnachten. Denn ich habe über die letzten Jahre natürlich viele Weihnachtskarten gebastelt und ich möchte euch in diesen Videos eine kleine Übersicht geben. Da könnt ihr quasi im Schnelldurchlauf mal die Karten durchstöbern und könnt euch vielleicht das eine oder andere rauspicken, was ihr gerne basteln wollen möchtet. Ich habe das Ganze ein bisschen sortiert nach Schwierigkeitsgraden. Im ersten Video eher sehr aufwendige, kompliziertere oder schwierigere Karten. In den anderen Videos wird es immer ein bisschen leichter, sodass man, je kürzer man noch Zeit hat bis Weihnachten, sich da immer noch mal gucken kann, was ich mir jetzt noch auf die Schnelle raussuchen kann und basteln. Unter dem Video sind auch alle Karten verlinkt, zu denen es eine Anleitung gibt. Da könnt ihr dann auch die ganz genaue Anleitung nachschauen gehen. Und in jedem Video gibt es einen kleinen Gewinn. Das heißt, wenn ihr dann unter dem Video einen Kommentar da lasst, dann verlose ich unter allen Kommentaren je eine unterschiedliche Prägeform. Ich schreibe dann immer oben hin den Namen der Prägeform, den ich verlose. Dann könnt ihr entscheiden, ob ihr da einen Kommentar hinterlassen möchtet bei dem Video und somit an der Verlosung mit teilnehmen möchtet. Alle Verlosungsbedingungen schreibe ich euch auch nochmal in die Infobox. Jetzt geht's los, viel Spaß! Hallo ihr Lieben, zum zweiten Teil unserer kleinen Karteninspirationsreise durch viele meiner alten Videos sozusagen und tollen Kartenideen. Heute haben wir Karten, die auch aufwendig sind, aber die vielleicht noch ein bisschen weniger aufwendig sind als die, die ich euch im letzten Video gezeigt habe. Also ihr habt noch ein bisschen Zeit bis Weihnachten, ihr könnt euch also noch ganz kreativ austoben. Hier sind Ideen, die teilweise schneller und teilweise vielleicht noch ein bisschen aufwendiger auch sind, wo man Zeit dafür braucht, aber ja. Ich glaube, die kriegt ihr alle auf jeden Fall noch vor Weihnachten hin und deswegen fangen wir jetzt einfach gleich mal an mit diesen wunderschönen Karten. Und ich starte mit der Karte, die so schön funkelt und glitzert und die auch ganz neu ist auf meinem Kanal sozusagen. Also eine der letzten Videos, da habt ihr die Karte gesehen, die ganz flach ist und die man dann total schön hier aufstellen kann, vor sich hinstellen kann, auf den Kaminsims stellen kann oder auf ein Regal. Und wo man hier richtig schön auch mal Platz hat für drei schöne Sprüche. Und hier an der Seite sind noch süße Sternchen versteckt. Und ich glaube, es kommt auch im Video raus, diese Karte ist wirklich eine Funkelglitzerkarte. Für alle Funkeln- und Glitzerbegeisterten Menschen genau das Richtige. Hinten habt ihr natürlich auch noch ein bisschen Platz für Grüße. Und ja, das ist Kartenidee Nummer 1. Die nächste Karte ist eine eurer, glaube ich, Lieblingskarten, denn diese Karte wurde schon ganz viel angeschaut. Und das ist einfach auch eine zauberhaft schöne Karte. Man hat hier also einmal vorne den schönen Weihnachtsstern. Die Karte ist auch flach, also auch die kann man schön verschicken. Und hier ist die ganze Karte mit Magnet verschlossen. Man macht hier also die erste Klappe auf, dann öffnet sich ein Fenster, die nächste Klappe öffnet sich wieder ein neues Fenster, ein neuer Spruch. Und hier innen drin hat man dann schön Platz für Grüße. Ich liebe diese Karte auch sehr, ich finde die sehr schön und ich glaube, euch gefällt sie auch gut. Und es ist einfach toll, wenn man, also gerade passend zum Advent oder zu Weihnachten, vor Weihnachtszeit ein Türchen nach dem nächsten öffnen kann, oder? Auch hier könntet ihr die Rückseite noch gestalten, wenn ihr noch mehr Platz bräuchtet. Die nächsten beiden Karten, die sind jetzt das Gleiche, aber ein kleines bisschen unterschiedlich vom Design. Deswegen zeige ich euch jetzt einfach mal beide Karten. Die haben hier so einen kleinen magischen Effekt, denn das sind einfach so Karten, wo man hier so eine Lasche hat, wo man die Karte dann herausnehmen kann. Und hier hinter dem Stern verwandelt sich sozusagen das Fenster. Guckt mal genau hin. Upsala, ich ziehe jetzt mal hier die Innenkarte raus und dann wird dieser Stern plötzlich rot. Das finde ich natürlich toll. Und hier innen habt ihr also auch noch viel Platz für Grüße. Ich habe das jetzt hier bestempelt. Und könnt hier auch ganz viel noch unterbringen, natürlich auch noch mehr Texte, was ihr wollt. Also das wäre auch eine Karte, die ihr für ganz viele schöne Sprüche, viel Text, schöne Botschaften nutzen könnt und halt diesen kleinen süßen Effekt mit dem Zauberfenster haben. Ich mache es noch ganz schnell bei der anderen Karte. Auch hier verändert sich natürlich hier das Fensterchen nicht ganz so stark, weil der Farbhintergrund ist eher so grünlich auch wie bei der anderen. Da ist es natürlich rot, da sticht es noch ein bisschen besser hervor. Aber ja, finde ich eine ganz, ganz zauberhafte Karte. Jetzt kommt eine Karte, perfektes Weihnachtsgeschenk, hups, wenn ihr Geld verschenken wollt. Denn das ist eine wirklich magische Karte, das kann man schon direkt so sagen. Ihr könnt nämlich hier einfach die Karte aufmachen, könnt eure Geldscheine reinlegen. Und wie es immer so ist, habe ich jetzt natürlich leider keine zur Hand. Ich gucke gerade, was ich stattdessen verwenden könnte. Also gut, was ich immer rumliegen habe, ist ein Schnipselpapier. Ich lege den jetzt mal. Stellt euch vor, das wären jetzt 50 Euro oder so. Ich lege den jetzt mal hier ein,
Mach die Karte zu, jetzt sieht man die Rückseite, mach die Karte wieder auf und das Geld ist jetzt hinter diesem X verschwunden. Und immer wenn ich die Karte weiter auf und zu mache, verändert sich die Lage dieses Papiers, also dann in eurem Fall den Geldschein. Und das ist natürlich richtig cool und man kann nicht mehr aufhören zu sagen, wie funktioniert denn das eigentlich? Warum macht diese Karte das? Und also ich liebe diese Karte vor allem und ganz besonders für Männergeschenke, weil da ist es immer toll, wenn die Karte was kann. Und jeder will dann immer genau wissen, wie funktioniert das eigentlich. Und also ich finde das cool. Und gerade wenn ihr Geld oder einen Gutschein auch verschenken könnt, könnt ihr diese Karte natürlich super nutzen und auch ganz flach verschicken. Die nächste Karte ist einfach eine süße Karte, finde ich, mit einem Schneemann. Könntet ihr auch für Kinder zum Beispiel super basteln. Auch diese Karte kann was, denn die kann man hier so mit diesem Schiebemechanismus hin und her schieben. Hier steht dann ein kleiner Spruch für dich. Und der kleine süße Schneemann saust mit seinen Schlittschuhen durch die Winterlandschaft. Also eine ganz süße Karte, die ihr auch innen wunderschön gestalten könnt. Vielleicht habt ihr noch ein Schneemann-Set oder so oder ein paar Sternchen. Mit Sternchen klappt es natürlich auch super. Oder mit irgendwas anderem, also ein Rentierschlitten oder was auch immer. Also da könnt ihr euch natürlich austoben. Ist ein älteres Video von mir, eine ältere Kartenidee, aber ja, ist einfach auch total süß, finde ich. Die nächste Karte ist eine Karte, die tatsächlich gigantisch schwierig aussieht, die man aber eigentlich ganz gut basteln kann, also auch noch relativ zügig und auch in größerer Anzahl. Die ist eine sogenannte Stehaufkarte, denn diese Karte, ja, im ersten Moment macht es jetzt nicht so viel her, oder? Also denkt man, okay, was ist da? Aber da oben schaut was raus. Irgendwas muss man da machen können. Und wenn man hier drauf drückt, dann, wow, zaubert sich hier plötzlich so ein cooler Christbaum mit Schneeflocken her. Und die Karte kann dann, wenn man sie so ein bisschen in Form gebogen hat, ganz alleine stehen. Also ich hebe sie mal hoch. Die sieht dann nämlich richtig cool aus. Man hat da so einen kleinen Christbaum selber aufgestellt. Hinten hätte man Platz für Grüße. Vorne natürlich auch eine schöne Dekoration. Auch die Farben mal ganz anders. Also bei mir steht die noch nicht so ganz richtig. Warum? Wahrscheinlich muss ich sie ein bisschen nachknicken. Die war natürlich jetzt Ewigkeiten im Schrank gestanden. Und dann steht die hier ganz cool von alleine. Also voll die coole Karte, finde ich. Also eine Stehaufkarte kann man natürlich auch zum Geburtstag oder zu anderen Anlässen immer super machen. Aber gerade an Weihnachten, wenn man dann hier so einen kleinen Christbaum reinstempelt, ist das natürlich total witzig. Ich biege sie jetzt nochmal kurz in Form, weil die bleibt nämlich wirklich schön stehen. So, perfekt. Jetzt ist es auch kein Vorführeffekt mehr, sondern jetzt ist es genauso, wie sie sein soll. Also eine witzige, coole Kartenform, die echt was darstellt, finde ich. Und diese nächste Karte ist auch eine einfache Karte, die man auch in großer Vielzahl basteln kann. Wenn ihr sagt, ihr habt noch größere Projekte, die ihr basteln möchtet, passt diese Karte auch sehr gut. Ich finde die sehr, sehr edel und sehr schön. Ich habe hier vorne einfach eine große Schneeflocke aufgeklebt, mit bisschen geprägtem Hintergrund gebastelt und gestempelt und bisschen Funkel untergebracht. Und auch diese Karte kann man flach verschicken und ihr könnt sie aber auch genauso hinstellen. Und theoretisch könntet ihr hier auch ein Teelicht reinstellen, ein elektrisches, bitte sonst keins, damit nichts passiert. Aber dann könnte man das auch hinstellen und es würde dann vielleicht sogar oben ein bisschen rausleuchten. Wäre auch eine schöne Möglichkeit. Als kleinen Spezialeffekt ist hier noch die Ecke abgerundet. Also da könnt ihr wirklich euch auch mit Designerpapier zum Beispiel austoben. Oder ja, auch hier gibt es natürlich ein Video und da sind auch noch viele Männerkarten zu sehen. Also ist auch für andere Anlässe ganz gut geeignet. Ja, ihr Lieben, das war's von meiner Seite mit Teil 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Eine schnelle, kurze Inspiration durch Weihnachtskarten Teil 2. Schaut gerne bei Teil 1 rein, den verlinke ich euch hier oben. Da sind noch ein bisschen aufwendigere Projekte drin. Und wenn Teil 3 online ist, verlinke ich euch den natürlich auch. Muss ich ein bisschen Pause machen, dann kann ich wieder was verlinken hier oben unter dem weißen i. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude beim Weiterstöbern. Schaut euch gerne die Videos dazu an, die Anleitungen dazu. Und ja, viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben geben. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare reinschreiben, ob es euch sowas überhaupt gefällt oder ob ihr sagt, na ja, die kenne ich ja alle schon oder so. Also schreibt das gerne in die Kommentare. Ich dachte, vielleicht im Schnelldurchlauf ist es was Gutes. Ganz praktisch, vor allem gerade an Weihnachten, wenn man immer sucht, was man machen könnte. Und natürlich könnt ihr, wenn ihr in die Kommentare schreibt, auch beim Gewinnspiel mitmachen, denn es gibt 3 Prägeformen zu gewinnen. Schreibt das Ganze einfach in die Kommentare. In der Infobox steht nochmal dabei, was ihr machen müsst. Also einfach nur einen Kommentar hinterlassen und ich verlose dann aus diesen ganzen Kommentaren eine der 3 Prägeformen.
Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Kreativiert was Neues. Ich freue mich auf euch. Wenn es euch sehr gut gefallen hat, könnt ihr natürlich auch meinen Kanal abonnieren. Drückt auf die Glocke, dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!